Hallo liebe Funkfreunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen FL-Digi-Tutorial. Nachdem wir das jetzt alles kompiliert haben und installiert haben, habe ich einen Neustart ausgeführt vom System und dann taucht das hier auch in der grafischen Oberfläche auf. Und zwar hier unter der Rubrik Internet sehen wir dann hier den Eintrag FL-Digi und FL-AAQ. Ich starte mal das Programm und da sehen wir schon, dass wir hier oben rauskommen. Und wir haben also jetzt hier FL-Digi gestartet und ihr seht auch hier unten schon im Wasserfall meine Sprache laufen. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich jetzt hier keinen THX an System habe, sondern hier mein Mikrofon dran hängt. So, damit soweit so gut. Ich minimiere das mal. Was habe ich noch gemacht, nachdem ich hier dieses sudo make install durchgeführt habe? Habe ich hier noch sudo aptitude install pav control ausgeführt. Das ist nochmal ein Controller, mit dem man direkt auf die Soundeinstellungen vom Soundserver zugreifen kann, hier unter dem Linux. Ich zeige es hier mal. Mit Pfeil hoch kann man also hier in der History zurückblättern und ich habe jetzt dieses Programm hier installiert und wenn ich jetzt das ausführe, kommen wir hier auf diese grafische Oberfläche und ich kann jetzt hier für die Wiedergabe, Aufnahme, Ausgabegeräte, Eingabegeräte und so weiter Einstellungen vornehmen und hier auch die Konfiguration nochmal speichern. Dazu vielleicht dann auch später mehr, wenn wir mal irgendwann einen THX am System dranhängen haben. So, ich mache das hier mal wieder aus, verlasse hier die Shell. So, dann sind wir damit eigentlich soweit fertig. Was wir jetzt noch brauchen für eine sinnvolle Konfiguration von FL-Digi ist das sogenannte Länderfile, die cdy.dat. Dieses File findet ihr, wenn ihr jetzt hier auf Google geht, indem ihr eingebt cdy.dat, halt nicht dat, und plus Download. Wenn ihr das dann ausführt, auf Suchen geht, kommt ihr hier auf die Ergebnisliste und was hier für euch wichtig ist, ist der Link www.country-files.com/cdy/. Den wählen wir an und dann kommen wir hier direkt auf so einen Verzeichnisauszug und hier liegt die Datei cdy.dat. Aktueller Stand ist jetzt hier der 3. Mai 2019, 77 Kilobyte. Ich markiere es hier mal, dass man es vielleicht etwas besser sieht. Die klickt ihr hier an, dann werdet ihr gefragt, Datei speichern. Das Ganze tun wir natürlich auch und wir speichern die. Standardmäßig wird dann im Download-Ordner gespeichert und jetzt müssen wir aus dem Download-Ordner diese Datei kopieren in den FL-Digi-Ordner. Der FL-Digi-Ordner, das ist also jetzt hier mal unser Home-Ordner, den finden wir jetzt so hier auf dem ersten Anhieb nicht. Deshalb machen wir hier einen Rechtsklick und gehen auf verborgene Dateien, denn das ist ein versteckter Ordner, der beginnt hier mit .fldigi und dann gehen wir hier mal drauf, Doppelklick und hier muss jetzt also diese cdy.dat hineinkopiert werden aus dem Download-Ordner, wo sie ja eigentlich landet, mit den, wenn man sie vom Netz herunterladet, lädt. So, da kopieren wir sie rein und da bleibt sie dann auch liegen. Ich empfehle an dieser Stelle hier, sich gleich für diesen Ordner mal ein Lesezeichen zu setzen. Dazu wechseln wir nochmal hier in den Home-Ordner und wenn ich jetzt diesen FL-Digi-Ordner hier mit Linksklick anfasse und hier rüberziehe, dann wird er also hier in die Lesezeichenliste rüber hineinkopiert und wir haben den hier, ich habe das hier schon gemacht, er ist also jetzt hier schon vorhanden und ich kann dann also aus meinem Datei-Explorer hier direkt in diesen Ordner hineinwechseln. Ich möchte euch das kurz zeigen. Ich schalte jetzt hier wieder die versteckten Dateien aus und damit wird mein Home-Ordner hier wieder etwas übersichtlicher und wenn ich jetzt direkt in den FL-Digi-Ordner wechseln möchte, klicke ich hier einfach links auf das Lesezeichen und stehe dann sofort in diesem Ordner drin und kann also verschiedene Einstellungen etc. vornehmen. So, auch das hiermit gezeigt. Ich schließe jetzt mal die beiden Geschichten und öffne hier wieder unser FL-Digi. Wie gesagt, wir sehen jetzt hier schon mal schön sauber meine Sprache und als erstes sollten wir natürlich die Soundkarte konfigurieren und dazu gehen wir hier also auf den, ich zeige es nochmal,
hier auf Konfiguration Soundkarte und wechseln hier hinein. Nach der Kompilierung ist hier normalerweise standardmäßig nur Datei-Ein-Ausgabe ausgewählt. Wir müssen jetzt hier auf Port Audio wählen und wählen dann hier Default aus und auch hier für die Wiedergabe Default. Warum er das jetzt hier nicht anzeigt, erschließt sich mir nicht. Das muss man jedenfalls einmal machen, mit Speichern dann abspeichern. Anschließend schließt man das, die Konfiguration und kann jetzt hier einmal das Programm beenden. Dann wird nochmal gefragt, ob man beenden will. Ja, und dann wird das übernommen. Da geht man eigentlich auf Nummer sicher. Normalerweise sollte das auch ohne dieses Beenden und wieder Starten gehen, aber sicher ist hier sicher. So, dann sind wir hier wieder in unserem Programm. Und ihr seht also schon, das sollte auch, wenn das alles geklappt hat, dann hier eure NF zu sehen sein. Im Zweifel nimmt man sich mal ein Mikrofon oder pfeift einfach mal hier in das Mikrofon von meinem Laptop rein, was da jeweils mitgeliefert ist, je nachdem, was man für ein System hat. Es sollte dann hier die Sprache erscheinen. Ja, als nächstes müssen wir natürlich, ganz wichtig, unseren Benutzer konfigurieren. Das ist, glaube ich, das Entscheidendste. Und wenn ich hier also auf Konfiguration Benutzer gehe, komme ich hier in dieses Feld Benutzer und ich habe hier einmal das Station Call Sign und das Operator Call Sign, die sind getrennt, einfach aus dem Grund, wenn man an der Clubstation arbeiten würde, hätte man jetzt hier oben das Clubstationsrufzeichen und hier unten das Operator Call Sign. Ja, also kann man jetzt hier eintragen, was weiß ich, nehmen wir mal hier mein Clubstationsrufzeichen, das wäre dann das und mein persönliches Rufzeichen. So, das wäre die Konfiguration an einer Clubstation. Wer zu Hause bei sich privat arbeitet, trägt hier bitte beide Callsigns oder die beiden selben Callsigns ein. Ja, Operatorname, den sollte jeder selber wissen, auch kein Problem, sollte man eintragen. Dann hier das Feld Antenne, hier sollte man etwas aufpassen, bitte nicht jede einzelne Antenne eintragen, die man hier zu Hause sein eigen nennt. Warum? Später werden wir sehen, in den Makros kann man diesen Tag hier direkt als Tag setzen und dann wird der gesamte Inhalt dann als Makro auf der Konsole oder beim Senden ausgegeben. Und wenn man jetzt hier natürlich, was weiß ich, 20 Antennen einträgt, wird der Sendedurchgang entsprechend lang. Es reicht hier also ein, zwei Sachen, was weiß ich, nehmen wir jetzt mal hier Ground Plane, Komma, Beam 20, 15, 10. So, das soll es mal an dieser Stelle gewesen sein. Und dann hier mit Komma kann man das trennen, da sieht das einigermaßen schön aus und das reicht dann auch aus. Also weniger ist hier mehr. Ja, beim QDH natürlich das QDH eintragen. Das ist hier bei mir die Stadt. Und hier haben wir dann noch den Locator, den man eintragen sollte. So, jetzt wisst ihr auch, wo ich wohne. Auch kein Problem, ist eh alles bei der Bundesnetzagentur öffentlich einsichtbar und das trägt man hier dann ein. So, dann hätten wir hier noch den Staat, das trifft die US-Nutzer zu. Hier sind also verschiedene Staaten hier, Alaska, Alabama und so weiter, für uns nicht relevant. Und hier unten haben wir noch das Land. Warum man das jetzt hier nicht auswählen kann und auch nicht eintragen kann, erschließt sich mir hier an dieser Stelle auch nicht ganz. Ich trage hier hinten mal trotzdem DL ein und speichere das Ganze mal ab. Damit sollten diese Einstellungen übernommen werden. Zur Kontrolle hier fürs Tutorial mache ich mal zu und gehe nochmal hier auf Konfiguration GUI Benutzer und ich hoffe, dass das übernommen hat. Jawohl, passt. So, nächste Einstellung ist jetzt hier in GUI zu finden. Da fangen wir mal ganz von vorne an. Da haben wir hier als erstes, wenn ich hier auf den Reiter GUI gehe, den Browser. Mit Browser ist hier links diese Browser-Einstellung gemeint. Und ich kann jetzt hier also diesen Browser, der ist recht nützlich, wenn ich also auf Kurzwelle unterwegs bin, hier meinethalben im 20-Meter-Band und habe jetzt hier bei 14.070 im oberen Seitenband 20 PSK 31 Signale, dann werden die hier alle parallel dekodiert im Empfangsbetrieb und ich kann mir hier die einzelnen Dinge anschauen, was da gerade übertragen wird, ist ganz nützlich. Vor allen Dingen hier unten mit der Eintrag CQ, wenn ich das hier also eintrage, werden diese
CQ-rufenden Stationen mit einer anderen Farbe hier im Browser angezeigt und damit kann ich also schnell auch auf eine Station wechseln und mit der dann ein QSO fahren. Ich kann hier diese Kanalanzahl ändern, indem ich hier einfach mehr oder weniger eingebe. 30 ist das Maximum, 5 das geringste. Und ich lasse das hier mal auf 30. Wer jetzt einen schwachen Rechner hat, sollte das hier ein bisschen runternehmen. Sonst ist das natürlich auch schon ein relativer, naja, wie will ich sagen, Ressourcenfresser. Dann haben wir hier als nächstes die 15 Sekunden Zeitlimit für die Inaktivität. Das heißt, die Übertragung, wenn sie denn beendet wird, wird hier auf diesem Kanal 15 Sekunden lang angezeigt, anschließend verworfen. Dann sehen wir hier vorne die Radiofrequenz. Das kann ich hier auch ändern, wer das möchte. Ich kann das jetzt hier in Audiofrequenz ändern oder in eine Kanalnummer. Dann sieht das dann so aus. Oder wenn ich hier auf die Audiofrequenz gehe, würde dann jetzt hier also 3, 4, 500 Hertz angezeigt werden. Ich lasse hier immer gerne, wir sehen es jetzt hier mal 643 Hertz, das von meiner Sprache, da hat er versucht, was zu dekodieren, wäre jetzt die Audioanzeige. Ich lasse hier immer gerne die Radiofrequenz, das ist, glaube ich, das Sinnvollste, dass man hier sieht, wo dieses Signal kommt. Ja, dann haben wir hier kontinuierliches Scrollen, das heißt, die dekodierten Zeichen werden hier kontinuierlich durchgescrollt und ich kann dann hier nochmal die Reihenfolge ändern: Lowest Frequency on Bottom, also hier unten die kleinste, dann aufsteigend nach oben. Nehme ich das raus, dreht sich das Ganze hier einfach um. Was ganz sinnvoll ist, das sollte man hier anklicken: Das ist hier Playback History, wenn Active Channel Selected. Ich tue mal hier so einen pseudoaktiven Channel selektieren und ihr seht, hier oben hat sich jetzt was getan. Ich mache das hier nochmal, ich klicke es hier nochmal an. Ihr seht, hier wird jetzt also schnell die History eingeblendet. Das ist natürlich jetzt aufgrund dessen, dass es ja meine Sprache ist, hier Quatsch, hat aber im Contest zum Beispiel einen sehr großen Vorteil, denn ich habe hier 15 Sekunden lang alles, was da vorher gelaufen ist, schon in dieser History. Und wenn ich jetzt auf eine Station wechsle, die ich im Contest zum Beispiel arbeiten möchte, und da ist eine ganze Menge Gedränge drin. Oder ich habe hier mal kurz vielleicht Fading oder Splatter auf dem Signal, was vorher nicht da war, wird mir hier diese History zurückgespielt und ich kann dann vielleicht aus dieser History noch das richtige Rufzeichen selektieren. Ja, was vielleicht in dem Moment, wie ich drauf wechsle und einen Anruf machen möchte, gerade nicht möglich ist, weil da eine Störung ist oder Fading etc. Ja, deswegen den Haken hier ein. Oder anhaken, das ist, glaube ich, relativ sinnvoll. Ja, hier kann man dann noch die ganzen Farben ändern. Ich lasse das hier einfach mal auf den Grundeinstellungen. Das hat sich auch bei mir so bewährt. Macht keinen Sinn, da jetzt was anderes einzustellen. Wer das natürlich möchte, bitteschön. Dann gehen wir mal hier auf allgemeine Einstellungen. Tooltips anzeigen, Menüsymbole anzeigen, sollte man drin lassen. Hier kann man jetzt auf diesen beiden Elementen anzeigen, ob bei bestimmten Betriebsarten nur Kleinbuchstaben gesendet werden sollen. Das macht unter Umständen recht Sinn, weil die Kleinbuchstaben in der Regel besser übertragen werden. Ich klicke das hier auch mal an und zwar aus folgendem Grund. Zum Beispiel im PSK, wenn ich jetzt Großbuchstaben übertrage, haben die mehr Bits. Die benötigen also mehr Bits, die übertragen werden, während die Kleinbuchstaben weniger Bits benötigen. Das kann man auch gerne nochmal im Internet nachlesen, wer das möchte. Da sieht man ja die Code-Tabelle vom PSK zum Beispiel und da sind also kleine Buchstaben immer mit weniger Bits belegt als die Großbuchstaben. Und das heißt also, mein Durchgang ist hier schneller fertig und braucht weniger Zeit bei gleicher Buchstabenanzahl. Macht sich gerade im Contest recht gut. Wer natürlich nur normale QSOs fährt, hier das Allerwelts-QSO, kann natürlich auch mit Groß- und Kleinbuchstaben arbeiten und kann dann hier den Haken rauslassen. Für einen Contestbetrieb bietet sich's an. So, dann haben wir hier TX-Timer, das kann man hier alles so lassen. Hier unten kommen jetzt nochmal einige Aufforderungen, die man bestätigen muss, wenn man bestimmte Funktionen durchführt. Das heißt also, wenn man die Konfiguration speichert, Makrodatei speichert oder Logdatei speichern, dass man das nochmal separat bestätigt. Was ich hier gerne rausnehme, ist dieses Beenden bestätigen. Also das heißt, wenn ich hier oben schließe, wird dann immer nochmal gefragt, wollen Sie sicher,
das Programm schließen. Naja, also ich weiß es, wenn ich das machen möchte, und da möchte ich nicht nochmal gefragt werden. Ich nehme das hier also raus. Die anderen lasse ich in der Regel drin. Wir speichern hier die Konfiguration mal an dieser Stelle ab. Und hier unten haben wir noch die Möglichkeit, nach Updates zu suchen. Dadurch, dass wir es im Linux kompiliert haben, bringt das hier nicht viel. Für die Windows-Nutzer ist es nicht schlecht. Kann man hier anklicken, wenn eine neue Version vorhanden ist. Kriegt man dann eine Meldung. Ja, kann aber auch beim Programmstart relativ nervig sein. Überlasse ich jedem selber, ob er das nutzen möchte oder nicht. So, gespeichert haben wir die Einstellung. Gehen wir mal aufs Log-Programm. Reiter-Log haben wir hier QSO. Da haben wir jetzt hier die Aufforderung, Log-Datei zu speichern. Das kann man so lassen. Wir lassen hier diese Einstellungen so, wie sie sind. Bei euch sollte hier jetzt der Haken bei Land und Azimut automatisch füllen noch nicht drin sein. Den bitte anhaken. Dann wird also das Land und die Richtung zum Land ausgehend vom eingetragenen Locator beim Benutzer ausgerechnet und eingetragen hier ins Logbuch. Und hier sehen wir also den Ordner für diese cdy.dat. Das ist also hier home-username.fldigi und da liegt die. Man kann sie auch nochmal hier über den Suchen-Button suchen. Wie gesagt, da liegt sie schon standardmäßig drin und wird dann auch verwendet. Ich kann sie auch nochmal hier neu laden. Dann sitzt das auch alles drin. Ich mache es hier nochmal. Gehen wir hier also nochmal in unseren FLDigi-Ordner rein, machen hier einen Doppelklick drauf und dann wird das übernommen und passt dann auch. Und hier FLDigi wird dann beim Loggen hier in diesem Ordner nach dieser Datei suchen. Hier kann man noch seine Sendeleistung eintragen. Ich habe jetzt hier mal 100 Watt eingetragen und hier drüben standardmäßig eingestellt, Default RSD gegeben und gehört 599 oder 59. Das kann man dann auch jeweils in dem einzelnen QSO ändern. Sollte da mal eine Station einen anderen Rapport geben, aber in der Regel ist es 599. Naja, ist auch so eine kleine Seuche, die sich da eingeschlichen hat. So, dann haben wir hier den RX-Text. Das ist nochmal ganz wichtig. Das sind sogenannte Worttrennzeichen. Und hier sollte man auf alle Fälle noch das Leerzeichen mit eingeben. Und zwar sind das sogenannte Worttrennzeichen. Das heißt, wenn im RX-Text hier oben ein Rufzeichen erscheint, kann ich das anklicken. Und jetzt muss natürlich FLDigi wissen, wo hört mein Rufzeichen auf und wo fängt der nächste Text an. Und da gibt es also verschiedene Worttrennzeichen, die hier eingetragen werden können. Und da haben wir also hier Sternchen, Komma und so weiter. Und ich habe hier nochmal das Leerzeichen mit dazu genommen. Dann ist man da auf Nummer sicher. Die angehakten Felder hier, Single Click to Capture, das heißt, ich brauche hier das Rufzeichen hier im RX-Fenster nur einmal anzuklicken, dann wird das hier oben ins Call übernommen. Kann man hier reinmachen, wer Doppelklick bevorzugt, nimmt hier den Haken raus. Ja, dann haben wir hier Clear Log Fields New Call, das heißt, taucht hier ein neues Call auf. Also ich habe hier jetzt meinetwegen in dem Bereich das Call A angeklickt und hier unten kommt jetzt Call B und ich klicke dann drauf, wird hier automatisch das oben alles wieder gelöscht und das neue Call übernommen. Auch das kann man drin lassen, ist eine recht sinnvolle Geschichte. Ja, dann haben wir hier das Rufzeichen Tooltips im empfangenen Text, kann man auch drin lassen. Dann sieht man gleich, wo die Stationen herkommen, aus welchem Land etc. Dann haben wir hier den dritten Reiter, das ist hier dieses Programm MacLogger, das habe ich nicht, kenne ich nicht. Hier bitte, wer das Programm nutzt, sollte dann hier seine eigenen Einstellungen finden. Das gleiche gilt hier für den N3, FJP, Logs, wie auch immer die hier eingebunden werden. Ich benutze es nicht, ist aber hier die Möglichkeit, das entsprechend einzubinden. Das soll dann bitte jeder selbst machen, der diese Programme sein eigen nennt. Ja, im nächsten Bereich oder im nächsten Video möchte ich euch dann hier das Contest, Makros und so weiter zeigen. An dieser Stelle soll es mal genug sein, sonst wird das Video zu lang und das führt zu weit. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Hier nochmal gespeichert und dann gehen wir hier auf Schließen und wir sehen jetzt, wenn ich hier oben zumache, wird hier keine Meldung mehr abgefragt. Das Programm schließt sich direkt und ich mache jetzt hier auch mal Schluss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.